Zwangsversteigerung. In Zermatt kommt das Hotel von einem ehemaligen Skiakrobat unter einen Hammer. In Zermatt wird heute ein ganzes Hotel versteigert. Zwangsversteigert. Es ist das traurige Ende einer langen Dorfgeschichte. Der Gemeinderat von Zermatt hat das Hotel den Juli zugetan, weil offenbar ein Erdbebengutachten gefehlt hat. Der Hotelier hat darauf angefangen, für sein Hotel zu kämpfen. Vergeben. Silvia Graber berichtet. Er hat alles auf ein Konto gesetzt. Der ehemalige Skiakrobat Jürg Biner. Jetzt ist er Konkurs. Sein Vier-Sterne-Hotel Seils Zermatt wird heute Nachmittag zwangsversteigert. In einer halben Stunde kommt zu einem Hammer. Wie fühlt ihr euch gerade im Moment? Locker. Kannst du das schieben? Locker. Also, das in einer halben Stunde ein Hammer kommt. Wie immer es kommt, es geht auf eine gute Art weiter. Und das Hotel ist ja nicht mein Hauptanliegen. Mein Hauptanliegen ist eine redliche Gesellschaft. Im Moment scheint das Hotel ein Instrument davor zu sein. Vor der Zwangsversteigerung trifft der Jürg Biner den Konkursbeamten Clemens Lengen. Der muss als letzte grosse Amtshandlung vor seiner Pensionierung das Teilhotel, das 1961 als Familienbetrieb gegründet wurde, zwangsversteigern. Ich bedauere das sehr, bedeuren, dass der Biner Jürg keine andere Variante gefunden hat, für das Unheil abzuwenden. Ich selber kann das nicht beeinflussen, der Entscheid ist bei ihm gelegen. Warum bedauert ihr das? Ja, ich bin ein Mensch und das ist ein Traditionshotel, das aus einem Familienbetrieb rauskommt. Und ich hätte denen gegründet, dass das Hotel weiterhin betreiben und damit leben können. Punkt 2. Der Konkursverwalter eröffnet die Zwangsversteigerung im Alexander Seiler Salz Zermatt. Gibotto wird zum ersten Mal ein richtiges Spektakel. Der konkursierte Hotelier Jürg Biner hofft, dass nur die Bank bietet und wendet sich persönlich ans Publikum. Geschätzte Anwesende, es ist meine redliche Pflicht, Sie aufzufordern, das Hotel nicht zu ersteigern. Jeder von Ihnen kann in einer Situation landen, in der ich bin, wenn Sie mafiöse Machenschaften aufdecken. Ich habe eine Familie und ich habe 4 Kinder. Und diese Kinder werden Ihnen, sollten Sie die Idee haben, das Hotel zu ersteigern, in den nächsten 10, 20, 30, 40 Jahren mittellos, erblos, vermögenslos gegenüberstehen. Konkurs gegangen ist der Jürg Biner, weil er eine Forderung von 8'000 Franken nicht gezahlt hat. Er sagt den Anwesenden im Saal, er habe den Zahlungsbefehl nicht bekommen und habe sich darum nicht rechtmässig gegen das Konkursverfahren können wehren. Anders sieht das der Konkursverwalter Clemens Lengen. Er hat demonstrativ diese Forderung nicht bezahlen wollen. Und dann gibt es eben die Konkurseröffnung und wir sind diejenigen Handlanger des Gesetzes, die dieses Verfahren nach den gesetzlichen Bestimmungen abzuwickeln haben. Geschätzt wurde ist der Wert vom Style Hotel auf 8,7 Millionen Franken. Der Schätzungswert wird nicht geboten. Für viel weniger kommt das Style Hotel unter den Hammer. 7.500.000 zum zweiten. Niemand mehr, 7.500.000 zum dritten. Ersteigert hat der Familienbetrieb einen Anwalt im Auftrag von der Hotelkette Sunstar. Der Jürg Biner, der im Vorfeld mehrere Hilfsangebote für die Zwangsversteigerung zu verhindern abgelehnt hat, ist sichtlich enttäuscht. Da hat einer probiert, ein Schnäppchen zu bekommen und er hat es sich geholt. Und er wird jetzt mit mir zu tun haben und die Geschichte wird einfach grösser. Die wird grösser, in der Zukunft wird der Name, ich glaube, Sunstar Hotels schweizweit bekannt. Aber ich glaube nicht positiv, weil er hat es nicht nötig gehabt. Niemand in dem Saal hat es nötig gehabt, das zu machen. Der Anwalt von Sunstar hat sich vor der Kamera nicht äußern. Der Jürg Biner hat für seinen Kampf für Gerechtigkeit alles aufs Spiel gesetzt und jetzt alles verloren.